um das Ganze kurz zu fassen, ich habe einen Algorithmus. Ich weiß, wie man viral geht, ob es mit Dönerladen ist oder ob ihr mir jetzt irgendwie in einen Klamottenladen hinpackt oder was auch immer. Ich wüsste, wie ich immer viral gehe, egal mit was. Egal, was für ein Unternehmen kommen würde, ich könnte die viral machen. Wir sprechen heute so ein bisschen als TikTok, als Game Changer in der Gastronomie. Ihr habt beide, ihr habt alle drei echt einen coolen Case jeweils hingelegt. Stellt euch doch einfach mal vor und was ihr so macht. Also, ich bin Bahram Bevski, 23 Jahre alt, Gastronom, Influencer und Student. Alles gleichzeitig. Keine Freizeit mehr. Ja, ich bin Steffi, arbeite bei Glücksbild, komme eigentlich ursprünglich gar nicht aus dem Social-Media-Bereich, sondern vom Amt. Aber jetzt bin ich hier und wir nehmen euch immer mit bei den Livestreams. Für Steffi bitte. So, hi, ich bin Uma, ich bin einer der Gründer von Glückspilz und bin seit über 10 Jahren im Social-Media-Marketing-Bereich unterwegs. Ihr nutzt beide TikTok sehr unterschiedlich. Danke. Danke. Ihr nutzt beide TikTok sehr unterschiedlich. Ne? Erzähl doch mal, gerade du, Steffi, ihr nutzt TikTok auch gerade viel im Livestream-Bereich. Genau. Was ist so ein bisschen eure Strategie? Was macht ihr? Was zeigt ihr? Wie nehmt ihr die Leute mit? Also angefangen haben wir damals mit Instagram und waren da lokal sehr, sehr stark vertreten und haben dann irgendwann die TikTok-Plattform für uns entdeckt, weil wir einfach unsere Kunden oder potenzielle Kunden live mit in die Küche nehmen konnten. Und begleitend zu meiner normalen Arbeit habe ich dann die Kamera aufgestellt und einfach mal hinter die Kulissen der Gastronomie, wovor sich ja sehr, sehr viele schämen, die Kunden mitgenommen und unsere Community mitgenommen. Ja. Gerade Livestreaming macht ihr ja auch sehr viel. Sehr, sehr, genau. Nice. Mit vielen Zuschauern, über 1000 Zuschauer oder auch halt mehr. Genau. Sehr, sehr cool. Es macht sehr viel Spaß. Was ich sehr spannend fand bei euch ist, erzählt mal kurz, wo habt ihr euren ersten Laden eröffnet? In Bielefeld. In Bielefeld. Bielefeld gibt es. Ja, nice. Und mittlerweile seid ihr wo vertreten? Genau. Also wir versuchen erstmal gesund um Bielefeld herumzuwachsen. Inzwischen haben wir 4 Filialen, eröffnen demnächst die 5. Und jetzt erstmal so 2-3 Stück pro Jahr und dann irgendwann soll das halt schneller werden. Nice. Bahram, bei dir, was machst du auf TikTok? Bei mir hat das zum Ehrlichsein ein bisschen anders angefangen. Also bei mir, ich bin schon seit der Kindheit, haben alle gesagt, ich bin mathematisch begabt. Hatte immer Einsen, auch im Abi-Zeugnis hatte ich 15 Punkte in 1 plus in Mathe. Da habe ich, bevor ich mit TikTok oder Social Media angefangen habe, habe ich einen Algorithmus entwickelt, also wortwörtlich einen Algorithmus entwickelt. Und hab den einfach aus Spaß ausgetestet. Erstmal ohne Dönerladen, ohne alles. Erstes Video direkt 10 Millionen Klicks bekommen. Und dann hat's angefangen, habe ich das irgendwann auf den Dönerstand. Wir sind ja auch einzigartig, haben 50 Beilagen. Also ich glaube nicht, dass auch andere 50 Beilagen haben. Das macht das Ganze auch etwas bisschen einfacher, um viral zu gehen. Also, um das Ganze kurz zu fassen, ich habe einen Algorithmus. Ich weiß, wie man viral geht, ob es mit Dönerladen ist oder ob ihr mir jetzt irgendwie in einen Klamottenladen hinpackt oder was auch immer. Ich wüsste, wie ich immer viral gehe, egal mit was. Egal, was für ein Unternehmen kommen würde, ich könnte die viral machen. Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, also, ich sag mal ein ganz kleines Detail. Also das ist jetzt nichts, was so ganz Besonderes. Ich glaube, das weiß fast jeder. Viele denken immer, man braucht Likes, man braucht Kommentare, man braucht viele Leute, die speichern und teilen. Ja, braucht man, aber es ist nicht wirklich der Hauptfaktor. Der Hauptfaktor liegt bei was ganz anderem, damit ein Video viral geht und immer viraler geht. Das liegt daran, wenn man ein Video zum Beispiel 2-3 Minuten lang geht. Die gehen ganz schwer viral. Wenn man die Leute jetzt dazu bekriegt, dass man von Anfang bis Ende das Video anguckt, also beziehungsweise je länger der Durchschnitt geht, desto viraler geht das Video. Und dann, genau. Aber macht nicht gerade dein Content auch einzigartig, wie du die Döner zubereitest? Auf jeden Fall, Lars, auch dann habe ich das angewendet, dass ich direkt am Anfang des Videos zum Beispiel sage, wie viel Gramm soll es sein? Dann sagt er eine Grammanzahl und die Leute sind indirekt gezwungen, das Video bis Ende anzugucken. Und weil sie es ja bis Ende angucken und indirekt gezwungen sind, lernen sie mich auch nebenbei kennen. Und wenn sie mich sympathisch finden, folgen die mir. Und wenn nicht, dann nicht. Aber 400.000 haben es bis jetzt auf TikTok gemacht und 200.000 auf Instagram. Nice. Und also geht schnell. Auch bald deinen nächsten Laden in Berlin. Also hoffentlich nicht nur in Berlin. In Berlin soll das nur auch noch komplett mein eigener sein. Aber ich plane auch Franchising. Also die Nachfrage ist gerade sehr, sehr groß. Deswegen mache ich gerade ein bisschen weniger Videos. Weil es ist ja traurig, wenn sie von anderen Ländern, aus Bayern, überall zu uns kommen und wir die nicht alle befriedigen bzw. nicht bedienen können. Deswegen mache ich gerade ein bisschen Pause, weil die Nachfrage ist viel größer als das, was wir machen können. Deswegen will ich erstmal Franchising und Berlin aufmachen und dann gucken, wie die Zukunft mit sich bringt, was die Zukunft mit sich bringt. Sehr nice.
Steffi, jetzt macht ihr ja nicht nur Livestreaming, genau, sondern habt ja auch ganz, ganz viele andere Formate, die ihr regelmäßig auf eurem Kanal macht. Erzählt doch ein bisschen mehr dazu. Genau. Also wir, es hat ja ursprünglich, sag ich mal, erst vor 2 Jahren gut angefangen. Genau. Und jetzt haben wir ganz viele verschiedene Charaktere mit in unsere Videos eingebaut. Wir haben Leonie, die halt so richtig monoton ist, wo sich irgendwo jemand, also eigentlich jeder auch wieder erkennt. Dann haben wir Kate, die überglückliche Serjan, der den großen Bruder so ein bisschen darstellt. Und ja, meine beiden Charaktere, einmal ich als Steffi und die verrückte Holländerin Annelies, genau, die halt Käsesoße total liebt. Und genau, so haben wir das halt aufgebaut, wie so eine Mini-Sitcom, sage ich mal. Und glaubst du, genau diese Kombination aus verschiedenen Charakteren, die ihr etabliert habt, bringt auch genau diese Emotionalität so ein bisschen in eure Marke rein? Ich glaube schon, auf jeden Fall, weil da, also erstmal nehmen wir uns alle nicht zu ernst und das macht halt super nahbar. Und jeder von uns geht live, jeder von uns nimmt die Community mit und ja, wie Baran auch schon gesagt hat, die Leute kommen halt wirklich teilweise dann in die Filialen, weil die wissen, wir sind gerade im Livestream und die haben die Möglichkeit, diese Person, die gerade an der Kamera steht, live in der Filiale zu treffen und das ist natürlich total das Highlight. Ja, jetzt steigt ihr ja auch alle beide regelmäßig auch auf Trends und Co. ein. Wie ist das Thema dabei? Ne? Also zum einen, wie entscheidet ihr, welchen Trend gerade einfach auch von Content-Seite her, auf den ihr drauf aufspringt, aber auch gibt es ja super viele Food-Trends auf TikTok. Ne? Das sind ja so 2 Themen, gerade im Content-Bereich. Wie entscheidet ihr, welchen Trend macht man, welchen macht man nicht? Was passt zu euch? Was sind da so die Grundlagen? Also hauptsächlich ist das beim Content halt so, wir versuchen schon so mehr Richtung Evergreen-Content zu gehen, weil das Trending, das ist halt einfach viel zu schnell für uns. Und wir gehen gerne so eine eigene Linie. Und ich lasse mich auch weniger von Social Media inspirieren und mehr so Richtung Filme, Serien. Und das ist so mehr so unsere Linie. Trends sind so 5 bis 10%, würde ich sagen, von dem, was wir so machen. Daher kommen auch unsere Burger-Namen, ne? Superstar, Speedy Gonzales, King Kong. Das ist sein Ding. Sehr nice. Seine Inspiration. Cool. Und bei dir? Also bei mir ist das ein bisschen anders. Ich gehe gar nicht auf Trends ein, bin ich auch noch nie. Wie gesagt, ich habe einen Algorithmus, den verwende ich. Der hat bisher immer geklappt, seit 4 Monaten, seitdem ich angefangen habe. Und dabei bleibe ich auch. Das heißt, das Ganze ist nicht unbedingt auf eine bestimmte Zeit ausgesehen, sondern ich könnte das immer wieder verwenden. Wenn das mal nicht mehr klappen sollte, könnte man was Kleines ändern. Und wie oft man was ändern kann, ich würde mal sagen, unzählige Male. Also Trends mache ich niemals. Nee, ich gehe nicht mit Trends mit. Ich mache einfach immer, ich gehe nach meinem Algorithmus, der klappt. Ich versuche, die Trends zu bauen. Jetzt haben wir hier ja auch mal auf der Bühne jemanden, der eins der TikTok Trendprodukte gerade mit vertreibt. Wie geht ihr mit solchen Sachen um, wenn jetzt halt Zimtschnecken auf einmal aufploppen? Nehmt ihr das auch mit auf eure Karte mit auf oder lasst ihr euch auch bei den Produkten nicht von TikTok inspirieren? Teilweise. Also ab und zu versuchen wir halt schon so ein bisschen was einzubauen. Also jetzt vor kurzem haben wir zum Beispiel, aktuell ist ja sehr, sehr groß dieser Smashburger-Hype. Das haben wir am Anfang so 2, 3 Monate mitgenommen. Und dann habe ich halt einfach immer mehr gesehen, dass jede Woche 10 neue Smashburger-Läden auf TikTok aufmachen und haben uns halt so ein bisschen davon entfernt, weil wir halt irgendwo schon so ein USP haben möchten und schon was Besonderes sein möchten. Also ja, so eher weniger. Wie ist es bei dir? Also wieder die Frage mit den Trends oder? Trends genau. Vor allen Dingen in Bezug auf Produkte. Sagst du, deine Speisekarte bleibt gleich und du lässt dich da nicht inspirieren oder sagst du gerade, wenn du siehst, hey, die und die Special-Zutaten gehen gerade auf TikTok ab, dann nimmt man halt auch mal den Hot Shit mit auf die Karte auf. Naja, ich sag mal so, wenn ein neuer Trend entstehen sollte, beziehungsweise es kommen ja immer wieder neue Trends, ist ja normal, wenn man dann diese Trends nachmachen würde, würden sie ja nur maximal so viele Klicks bekommen, wie derjenige, der den Trend gemacht hat. Ich bin eher so der Typ, ich mache die Trends und ich gehe nicht nach irgendeinem Trend, ich mache auch keinen anderen nach, aber dass meine Speisekarte für immer so bleibt wie jetzt, würde ich nicht sagen, aber aktuell habe ich zum Beispiel auch den TikTok-Döner, der mindestens 1 Kilo wiegt und das ist bisher das Einzige, was ich an meiner Speisekarte geändert habe. Nice. Jetzt geht es ja auch gerade beim Social Media immer sehr viel um KPIs. Follower, Views, Likes. Was sind so KPIs, auf die ihr achtet? Also wir hatten ja vorher schon so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe dir halt gesagt, das allererste, was man halt auf jeden Fall sieht, ist der Umsatz. Das ist bei uns das Allerwichtigste und wir sehen halt eine stetige Weiterentwicklung, obwohl wir halt nur organischen Content machen, also wir schalten gar keine Werbung, sieht man halt eine positive monatliche Entwicklung und mehr, also was wichtiger für uns ist, ist halt das Thema Emotion.
Also du siehst halt die verschiedenen Zielgruppen, die durch TikTok halt in den Laden reinkommen. Und bei uns ist es halt von 7 bis 70 und alles ist halt mit dabei. Mal ist es Oma und Opa, die so den Enkelkindern zeigen möchten, boah, wir sind voll cool, wir kennen Glückspilz. Und manchmal ist es halt einfach so, dass die 13-, 14-Jährigen die komplette Familie am Wochenende zu uns bringen. Und da siehst du halt die Augen, das sind die KPIs für mich. Jetzt gibt es ja bestimmt auch mal Tage oder Monate oder Wochen, wo mal die Views nicht so hoch sind. Spürt ihr das dann auch direkt im Umsatz? Nicht ganz. Also das Gute an der Gastronomie ist, es geht ja erstmal um Neukundengewinnung. Das heißt, ich muss jemanden reinbringen. Und sobald ich ihn überzeugt habe, und das ist ja so das, was am Ende des Tages das Ziel ist, dass man halt jemanden in einen Stammkunden umwandelt. Also das dauert über Monate. Also du musst schon sehr, sehr lange nicht performen. Und das hatten wir Gott sei Dank in den letzten 2 Jahren noch nicht. Also klar hatte man mal ein paar Wochen, aber mehr hatten wir auch nicht. Also das haben wir nicht so gemerkt. Nice. Frank, jetzt hast du ja auch sehr viel über deinen Algorithmus gesprochen. Genau. Was sind so KPIs, Zahlen, auf die du dann doch achtest? Und spielen die da auch vielleicht in deinem Algorithmus eine Rolle? Genau. Also eine Sache ist leider sehr schade bei mir aktuell, weil ich gehe immer so auf maximale Klicks. Ich habe auch in den ersten Monat, in den ersten 1,5 Monaten habe ich 200 Millionen Klicks generiert. Und dann war leider so viel Nachfrage, was heißt hier leider? Also in dem Fall leider so viel Nachfrage, da haben die Leute manchmal 2-3 Stunden gestanden. Die kamen aus Österreich, Schweiz, aus Dänemark, aus anderen Ländern, viele aus Bayern. Also halt fast international, kann man schon sagen. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich gehe jetzt nicht mehr auf maximale Klicks, bis ich das mit dem Franchising durchsetze oder in Berlin aufmache, sondern ich gehe eher auf, zum Beispiel, da habe ich mal einen TikTok-Döner-Teller gemacht, habe die Videos anders gestaltet, habe das mit dem Gramm weggelassen, damit das nicht mehr so viele sehen. Aber die, die mir folgen, die eh kommen würden, denen habe ich dann was anderes gegeben. Also ich habe da keine neuen, jetzt gerade auch nicht, ich hole gerade keine neuen dazu. Aber falls ich mal so weit sein sollte mit Berlin Franchising, dann würde ich das immer auf maximale Klicks machen. Also ich glaube schon, dass ich 1 Milliarde Klicks in einem Monat erreichen könnte. Wenn ich ein anderes Unternehmen hätte, jetzt kein Döner oder Gastronomie, zum Beispiel so wie, ich sag mal Mediamarkt oder so, da, das ist ja so, die haben ja mehr als genug Stände, mehr als genug Produkte oder was auch immer, da könnte man das Ganze maximieren oder egal was für eine andere Branche. Aber jetzt gerade beim Döner, leider achte ich da nicht mehr so viel auf Klicks, beziehungsweise ich halte sie bewusst gering. So, ich mache immer so 200.000 bis 2 Millionen Klicks und ich hatte eine Zeit lang, wo ich auf Maximum gegangen bin, 4 bis 10 Millionen Klicks pro Video. Genau. Und wie ist es jetzt bei dir, wenn mal in einem Monat oder in einem Tag die Klicks ein bisschen runtergehen? Siehst du das an der Schlange vor deinem Dönerladen, dass sie kürzer wird oder wie schaut es aus? Genau, ich sag mal so, wenn ich jetzt die Klicks runterlasse, dann bleibt die Schlange mindestens, also das heißt sie mindestens, sie bleibt genauso wie die der vorherigen Schlange, aber sie wird nicht mehr. Also das ist schon mal klar. Aber sie bleibt. Und das ist gerade leider ein bisschen schade, weil wir kommen nicht hinterher. Also ich bin dir ehrlich, wir haben so einen Stand, der ist jetzt nicht so riesig, da sind 2 Spieße, mehr passen da nicht rein. Und ja, also ich lasse das gerade ein bisschen bewusst niedrig, das Ganze. Es gibt noch eine Sache, worauf ich hinaus wollte, und zwar, es geht halt nicht nur um Viralität. Das ist etwas, was bei der Eröffnung von unserer Osnabrück-Filiale war das halt sehr, sehr wichtig, weil die letzten 2-3 Monate vor der Eröffnung hatten wir so gut wie gar keine viralen Hits und das war die krasseste Eröffnung, die wir jemals gesehen haben. Da waren 500-600 Leute in der Schlange. Also du musst halt die Leute auch irgendwie anders binden. Es geht nicht nur um Viralität, weil wir haben teilweise auch Videos, die haben mehrere Millionen Aufrufe, aber die haben die Menschen halt emotional nicht berührt. Und diese Eröffnung, das war damals durch Steffis Account, da hatten die Videos 50.000 Aufrufe, 100.000 Aufrufe, aber das hat halt die Menschen wirklich dazu bewegt, zum Laden zu kommen. Ja. Und da sind ja wahrscheinlich gerade auch die Formate mit den verschiedenen Charaktere absolut für euch der Gamechanger gewesen, ne? Wirklich ja, eine Emotionalität und eine Storyline in gewisser Form auch aufzubauen. Ja, ne? Ja, auf jeden richtig Fall. Gerade auch, erzähl mal ein bisschen was, einer eurer geraden Trend-Cases, Formate, die ihr habt, ist auch so ein bisschen mit Manuel Neuer. Was steckt dahinter? Thomas Müller, sorry. Wo ist Thomas Müller? Er soll sich endlich melden, wenn er das hört. Thomas, ruf uns an. Wasser haben. Wir haben es jetzt, die EM steht ja vor der Tür. Und wir wollten mit Leonie ein neues Format quasi ins Leben rufen. Das ist ihr größter Wunsch, ist Thomas Müller zu treffen. Und ja, da wollten wir jetzt die Community halt zu animieren, dass unter seinen Videos kommentiert wird, Leonie will dich treffen und oder halt unter unseren Videos markiert Thomas Müller ganz, ganz oft, dass er das halt sieht. Und das sind halt so Kampagnen, wo wir dann gesagt haben, komm, wir versuchen das jetzt mal aufs Neue. Und ja, schauen wir mal, was wird. Was wird?
Das Ding bei Thomas Müller ist halt auch, also ich habe halt extra den Charakter Leonie dafür ausgesucht, ja, weil entweder du liebst Leonie oder du hasst Leonie. Ja. Also das merkt man halt auch in den Kommentaren, merkt man auch in den Nachrichten. Bei Thomas Müller ist das halt genauso. Ja. Ja, als wir das halt, wir haben das Profilbild geändert und 2 Wochen habe ich mich halt nicht dazu geäußert. Ja. Und wir hatten hunderte Leute, die gesagt haben, ich entfolge euch, weil ich hasse Thomas Müller. Wir hatten aber wiederum tausende Leute, die uns geschrieben haben und gesagt haben, Thomas Müller ist der Geilste. Und das hat, diese beiden Charaktere passen halt einfach perfekt zusammen. Also ist Polarisieren vielleicht auch schon manchmal Teil der Strategie? Ab und zu. Ab und zu, also mit Vorsicht genießen. Wie vielleicht ist bei dir? Ein bisschen. Wie ist es bei dir? Du hast ja auch schon ein Format, wo viele Leute fragen, wie viel Wahrheit steckt manchmal schon auch dahinter, gerade bei dem Grammwiegen. Ist das Teil der Strategie, auch damals zu polarisieren? Also ganz am Anfang habe ich es ja, könnte man denken bei meinen Videos, ich kriege es immer hin. Ich muss aber zugeben, ich kriege es nicht immer hin. Ich kriege es jedes, mittlerweile jedes 4., 5. Mal hin, ja, auf den Gramm genau. Ansonsten im Schnitt so durchschnittlich plus minus 2 Gramm. Klar war das Teil der Strategie, zwar nicht vom Algorithmus, aber von der Strategie, dass ich das erstmal so zeige, damit die Leute auch bis Ende gucken und dann vielleicht doch ein Gramm unten oder oben bin. Die wollen ja immer wissen, hat er es geschafft oder hat er es nicht geschafft. Gehört alles mit zur Strategie, ja. Nice. Eine letzte Frage, die ich nochmal habe in deine Richtung, Uma. Ja. Wenn ihr mal auch Formate testet und merkt, okay, die funktionieren nicht, woran bewertet ihr das und wie geht ihr damit um? Versucht ihr das Format erstmal dann adaptiv zu ändern oder kickt ihr es schnell raus, fail fast mäßig? Also es kommt halt drauf an, wie sehr es gefloppt ist. Also wir hatten auch schon teilweise Sachen, normalerweise sage ich immer, ich versuche mir selber immer ein bisschen Zeit zu geben, ein paar Wochen oder ich sage 8 bis 10 Videos für gewisse Formate. Aber jetzt letztens hatten wir zum Beispiel mit Leonie ein Format probiert, was halt gar nicht funktioniert hat nach 2 Videos und da habe ich es halt direkt aus dem Fenster geworfen. Was war das denn jetzt zum Beispiel? Vielleicht kann man daraus ja auch was mitnehmen. Das war so ein Fake-Podcast-mäßig. Also bei mir ist es halt so, immer wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte bisher, es hat mich noch nie positiv überrascht, sondern während dem Posten oder während den ersten Minuten habe ich schon gemerkt, okay, das kann nichts werden. Und ich bin mir selber fremdgegangen und das sollte man auf Social Media nicht tun, ja, sondern man sollte halt schon seiner Linie treu bleiben. Und immer als ich halt versucht habe, Abkürzungen zu nehmen, das hat bisher noch nie funktioniert. Ja, ist meistens so. Ja. Jetzt ist ja auch gerade, wenn man außerhalb vom deutschen TikTok mal guckt, ihr habt Livestreaming jeweils auch schon irgendwie für euch auf eine ganz eigene Weise genutzt und seid da eigentlich ein bisschen auf dem Vorsprung, was auch das Angebot an Funktionen innerhalb der App für Marken angeht. Wenn man jetzt mal an Märkte guckt wie TikTok in Asien, aber auch in den USA, sieht man da ja schon ganz klar auch Features, die mittlerweile Live-Shopping in den Livestreams pushen. Wie geht ihr damit um? Beobachtet ihr das? Plant ihr da auch dann vielleicht Produkte dementsprechend auch für die Leute zu launchen oder habt ihr das allgemein schon in Planung? Ja, wie schaut's also definitiv. Aus? Also bei uns ist es ja so, wir haben, also einmal ist der Business Case eigene Läden, dann ist es einmal Franchising und jetzt im Laufe des Jahres wird auch unser Online-Shop launchen. Und da ist TikTok auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Bestandteil von. Was sind das für Produkte, die ihr dann im Onlineshop anbieten wollt? Gewürze, Soßen, Merchandise, alles nice. In die Richtung. Wie ist es bei dir? Also ich sitze ja auch oder liege auch zu Hause, gucke ab und zu auch TikTok live. Auch wie die ganzen Candy-Shops, wie sie ihre Produkte vermarkten, das sehe ich auch. Und dann kriege ich immer so einen Tick, ich denke mir, die hätten das besser machen können oder das besser machen können. Deswegen bin ich gerade auch in meinen eigenen Gewürzen dran. Und will nicht nur reden, deswegen habe ich das noch nicht davon erzählt, sondern ich will machen und zeigen, dass man das sehr viel besser machen kann. Und ich denke, nein, ich weiß sogar, dass das 100% Erfolg haben wird. Solange ich nicht sterbe, ne? Also 100% wird es Erfolg haben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei. Dankeschön. Okay. Wie schaut's aus? Jetzt habt ihr beide ja, du hast Franchising vor und hast auch schon Anfragen durchgeneriert. Du hast ein Franchise mit aufgebaut. Wie wichtig ist dann auch in gewisser Form, oder wie geht ihr mit B2B-Kommunikation um? Baut ihr das auch regelmäßig jetzt bei euch schon in den Content mit ein, dass es die Möglichkeit gibt, ein Franchise bei euch anzumelden? Oder plant ihr vielleicht auch einen eigenen Kanal? Habt ihr einen eigenen Kanal dafür? Wie macht ihr da die Kommunikation mit? Also aktuell ist es halt so, wir fangen das jetzt gerade erst an, weil wir erstmal so eine gewisse Community und eine gewisse Sichtbarkeit halt haben wollten. Und wir werden das aber also es wird 2 verschiedene Formate geben. Einmal hast du halt die organischen Formate, wo es halt weniger um diese ganzen Business-Sachen geht. Und für alle anderen Sachen hast du dann halt einfach die Werbung, die du schaltest. Und das also ihr werdet das auf dem gleichen Kanal lassen? Ja, genau. Wie ist es bei dir? Also mittlerweile, also ich habe schon in meinen Videos ein paar Mal erwähnt, dass jetzt Franchise, ich habe das auch ganz oben in meinem Profil fixiert, habe da auch eine eigene E-Mail-Adresse und es kamen schon sehr, sehr viele Anfragen, jedoch wenig im Norden. Und das ist gerade mein Problem, ich will eigentlich im Norden durchstarten und dann in den anderen Bundesländern, damit ich halt quasi ein kleines Imperium aufbaue.
Und einen großen Investor habe ich nicht und deswegen kann ich jetzt gerade nur im Norden bleiben. Genau. Und ich werde jetzt warten, ich erwähne das noch ein paar Mal, überlege, ob ich wieder ein richtig starkes Video raushaue mit so 10 Millionen Klicks ungefähr, plus minus. Und dann lässt sich so entscheiden, ob sich viele im Norden auch melden werden. In Hamburg hatte ich tatsächlich einen, aber da sind wir uns am Ende nicht einig geworden. Genau. Wie ist es so allgemein, auch jetzt nochmal ein bisschen aufschauen, wie ist es so allgemein bei euch mit Creator-Kooperation? Arbeitet ihr viel mit Creatern? Weil ihr als Marke tretet ja jeweils irgendwie in gewisser Form als ein Creator auf. Bietet das eine bessere Kooperationsmöglichkeit? Wie schaut es da bei euch aus? Seid ihr vielleicht auch in Paid-Kooperation oder ist das bei euch alles auf einer barter-freundschaftlichen Ebene? Also bisher ist es alles auf einer freundschaftlichen Ebene, weil wir ja irgendwo uns auch selbst versuchen als, ich nenne es jetzt mal Influencer, so quasi darzustellen. Und man lernt ja in der Foodbranche auch unendlich viele Leute kennen. Ne? Und dann ist es halt mehr so ein Synergie-Ding. Ja, cool. Wie ist es bei dir, Barem? Genau, also ich habe schon viele Kooperationsanfragen bekommen, ja. Aber ich habe, glaube ich, bis jetzt nur eine angenommen, weil ich möchte nur dafür werben, worin ich mich selber widerspiegeln kann, womit ich mit gutem Gewissen das quasi den Leuten oder beziehungsweise den Leuten, die mich verfolgen, antun kann. Mhm. Aber ansonsten konnte ich mich meistens in den Produkten, die mir die Kooperationsanfragen angefragt haben, nicht widerspiegeln. Und wie schaut das aus mit Kooperation zwischen dir als Marke, mit Kalamata Döner und Creatern selber? Also das gab es tatsächlich auch, aber jetzt nicht mit Creatern selber, also indirekt ja, also mit anderen Restaurants und etc., aber da bin ich jetzt nicht, also da habe ich bis jetzt nichts gemacht, nein. Aber hatte schon Anfragen. Nice, jetzt haben wir noch 2 Minuten und jetzt möchte ich noch einmal kurz zur Couch rüberschielen. Tut mir leid. Habt ihr noch Fragen? Ja, alle drei haben eine Frage. Dann versuchen wir es im Schnelldurchlauf zu machen. Also als erstes möchte ich sagen, jetzt wo ich natürlich mal diese große Bühne hier habe, Thomas Müller ist der beste Fußballer aller Zeiten. Ja! Und dann habe ich eine Frage an dich, weil du ja immer den Döner abwiegst. Das würde ich gerne einmal testen. Meinst du, kannst mich einmal hochheben und schätzen, was ich wiege? Ich kann es versuchen, komm bin her. Ich ehrlich. Boah, okay, Gott sei Dank hat er mich nicht gefragt. Kann ich eine Laola-Welle dafür haben? So ein bisschen so. Boah. Ich weiß nicht, ob mein Rücken das aushält. Ne? Aushält. Probier es einfach mal. Ihr seid so faul. Okay. Ich kann dich nicht versuchen, auf den Nacken zu nehmen? Ja, pass auf. Nein, er meint Gott. Das ernst? Oder bieg dich mal auf mich drauf. Aber ich habe Angst, dass du dir wehtust. Dann bieg dich mal auf mich drauf. Wer auf TikTok wie Greil gehen will, nimmt das auf. Ja. Okay. Ich nicht ganz, tut mir leid. Was hab ich dich verletzt? Achtung, mein Mikrofon. Habe ich dich verletzt gerade? Mir geht's top. Das okay, perfekt. Aber weil ich habe mich selbst verletzt, deswegen. Nein, Spaß. Nein, kleiner Spaß. Naja, also ehrlich zu sein, kann ich das jetzt gerade nicht abwiegen, weil ich suche immer nach einem Mittelpunkt. Ich suche immer nach einem Mittelpunkt und dann konzentriere ich mich voll darauf. Und selbst hätte ich dich jetzt, um ehrlich zu sein, auf meinem Nacken gehabt, selbst da wäre es ein bisschen kritisch geworden, denn ich müsste in einen Stillstand kommen. In dem Stillstand also ein bisschen warten. Aber jetzt würde ich bei dir ungefähr 180 Kilogramm schätzen. Das ist absolut richtig. Großartig. Wow. Jetzt ehrlich? Danke. Jetzt noch mal wirklich schnell. Ich glaube, habt ihr noch ganz Punkt. Schnell eine Frage? Ich bin beeindruckt. Dankeschön. Habt ihr noch ganz schnell eine Frage? Oh. Krass. Anna? So, wenn ich euch hier schon so als Kenner in der Foodbranche habe und so gerade zum Thema EM, was wird der EM-Snack dieses Jahres? Also Burger. Ich muss selbstverständlich Burger sagen. Und ich glaube, damit haben wir einen guten Wrap-up. Ich danke euch vielmals, danke, dass ihr hier auf der Bühne mit mir wart. Hat mich vielen Dank, dass ihr hier uns begleitet habt. Und danke für und das danke Entertainment. Fürs Zuschauen. Dankeschön. Danke. Thomas Müller, call me. Danke. Danke. Du bist ein King.